Guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Reign of Kings. Ja, wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe hier mir noch so eine, das wusste ich auch nicht, das scheint auch irgendwie neu zu sein. Man kann jetzt wohl auch so eine verschließbaren Fenster hier bauen. Das finde ich eigentlich recht cool. Ist noch ein bisschen umständlich, weil man die erst setzen kann. Ja, also man könnte die jetzt hier zum Beispiel setzen. Und kann dann erst den Block wegnehmen. Ich dachte, man kann den Block wegnehmen und die einfach draufsetzen. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Man muss die wirklich auf einen bestehenden Block setzen und kann dann den Block dementsprechend wegnehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht ja, ich habe hier oben, habe ich schon meine, wie heißt das Ding? Ich vergesse, meine Crest. Habe ich meine, ich und meine Crest gesetzt. Also das Land gehört jetzt offiziell uns. Und wir gehen noch einmal rum. Ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge, was ich euch da gezeigt habe. Ich nehme jetzt momentan zwar einen ganzen Batzen auf, aber ich habe zwischendurch eine kleine Pause gemacht. Wie ihr seht, wir haben eine Schmiede, wir haben eine geupgradete Workbench, dann haben wir hier noch so eine Workbench für Pfeil und Bogen und wir haben hier so ein Spinnrad. Und ich habe mir überlegt, wir brauchen natürlich noch Holz, ist klar, aber ich möchte auch mal losziehen, ein bisschen jagen gehen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal so in die Richtung und looten noch ein bisschen rum. Wir können auch noch eigentlich ein paar Stickies mitnehmen, weil davon brauchen wir wohl auch ein paar. Jo. Die kann man zur Not sonst auch noch mit ins Feuer schmeißen. Und wir ziehen mal los. Was brauchte ich überhaupt noch? Ach so, Eisen. Richtig, Eisen wollte ich ja auch noch mal gucken, wo wir hier Eisen finden. Und Flachs brauchen wir immer. Sehr schön. Eisen brauchen wir auch, damit wir nachher auch dementsprechend unsere Workbenches weiter ausbauen können, damit wir dann auch vielleicht Eisenrüstung machen, Eisenwaffen, Eisentools herstellen können. Bliblablub. Was ist das? Achso, das ist mal Stein. Und ich möchte dann erstmal schauen, wo wir überhaupt Eisenvorräte finden oder Eisenressourcen finden. Was haben wir hier? Das müsste Sand sein, ne? Oder? Ist das Sand? Werden wir gleich sehen. Müsste Sand sein. Dirt ist es. Okay, Dirt brauchen wir. Dirt brauchen wir ja auch noch. Pfeil und Bogen hatte ich hergestellt. Hattet ihr, glaube ich, gesehen. Pfeile habe ich hergestellt mit Steinspitzen. Machen also theoretisch mehr Schaden. Was man jetzt mit Dirt herstellen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, man kann mit Dirt zumindest ja, Lehmhäuser auch herstellen. Aber, ach nee, man braucht ja Dirt, brauchen wir nachher ja auch für unsere Mühle. Richtig, unsere Mühle wollen wir ja auch bauen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, auch noch Eisen, wenn ich mich richtig entsinne. Also ist das alles schon richtig, was wir hier machen. Und wir brauchen nachher auch noch irre viel Stein, weil wir müssen ja, wie gesagt, einmal die sag schon. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall brauchen wir den zum Bau von der Mühle, genau. Für den Bau von der Mühle brauchen wir natürlich dann auch Stein und so weiter und so fort. Und für einen Brunnen brauchen wir schließlich auch noch. Brauchen wir schließlich auch noch Stein. Also, das ist nicht das Problem. Übrigens, was ich noch sagen wollte, was ich in den ersten 4 Folgen vergessen habe zu erzählen, ist, dass ich. Oder besser gesagt, ich fange mal so an. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt eure Tipps und Tricks, die ihr mir unter Umständen in die Kommentare geschrieben habt, wenn ich da nicht sofort drauf reagiere, also in den Folgen. So als Kommentar werde ich natürlich immer sofort drauf reagieren, sofern es mir möglich ist. Aber in den Folgen an sich. Ne, also kann sein, wenn ich einen Fehler mache, dass ich den 6, 7, 8, 12 Mal mache, bevor ich tatsächlich das verbessere. Einfach aus dem Grunde, ich nehme momentan ein bisschen mehr Reign of Kings auf, weil ich die dann in größeren Batzen sozusagen hochlade und habe dann quasi die Folgen für 1-2 Wochen dann komplett hochgeladen. Das ist ein bisschen schöner so, weil extra jetzt den Rechner anwerfen, um eine Folge 20 Minuten Reign of Kings aufzunehmen, das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen setze ich mich dann lieber erstmal so 2-3 Stunden, naja, 2-3 ist vielleicht übertrieben, aber so 2 Stunden davor, mache gleich 6 Folgen fertig und das reicht dann für 2 Wochen. Ne? Und deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich da gewisse Tipps erst vielleicht 7 Folgen später oder 6 Folgen später auf die eingehen kann. Ich merke mir das auf alle Fälle. Richtig gute, die schreibe ich mir halt auf. Obwohl ich sagen muss, und das begeistert mich sehr, auch was auch andere Spiele angeht, die Tipps sind eigentlich immer sehr gut. Die sind eigentlich immer sehr gut. Also ich habe bis jetzt eigentlich wenige Tipps gelesen, wo ich sagen würde, Mensch,
ist totaler Blödsinn, das auf keinen Fall. Also manche Sachen hatte ich schon zum Kommentarzeitpunkt schon mal erledigt oder hatte ich die vielleicht schon selber irgendwo gesehen, dass ich da noch Verbesserungsbedarf habe. Aber grundsätzlich muss ich mich wirklich bei euch bedanken. Ihr habt wirklich teilweise richtig gute Ideen, teilweise auch Ideen, die ich schon selber im Kopf habe, aber natürlich so nicht kommuniziert habe. Und was ich auch super finde, das werdet ihr aber wahrscheinlich schon woanders auf dem Kanal gesehen haben, kriege ich auch Tipps zu Spielen, die ich eigentlich gar nicht spiele momentan, zum Beispiel zu The Forest, dass es zum Beispiel die Alpha 19 jetzt gibt, die 019, Entschuldigung, die Alpha 019 gibt von The Forest. Finde ich auch super, dass ihr mich da informiert und schauen wir mal. So, ich sammle mal weiter Holz und ich werde mir, wenn ich die Möglichkeit habe, mir vielleicht auch mal das eine oder andere Tier noch jagen. Was ich super finde, dass hier tatsächlich PvE gelebt wird. Ich habe mich vorhin, das habt ihr natürlich nicht mitgesehen, mitgelesen vor allem, habe ich mich hier vorhin mit einem unterhalten. Der war richtig nett, muss ich sagen. Und ich bin ja sowieso von vornherein hier bei solchen Spielen, wo theoretisch PvP auch möglich ist, bin ich ja trotzdem immer sehr skeptisch und war auch sehr skeptisch. Aber ich wurde gleich eingeladen etc. Und die Tatsache, dass ich über Wochen, ich weiß nicht, über 2 Wochen oder so, habe ich mich jetzt hier auf dem Server nicht mehr blicken lassen und ich habe immer noch da irgendwo in der Wildnis gelegen. Das muss ich ja hoch anrechnen, dass ich da nicht gekillt worden bin. Das ist eigentlich, da kannst du eigentlich schon die Uhr nachstellen. Oder du kannst halt sicher sein, wenn du halt über 2 Wochen einfach irgendwo in der Wildnis liegst, dass sich dann irgendjemand killt, auch wenn sie es vielleicht nicht böse meinen, aber dass sie dich halt einfach killen. Weil du und selbst wenn du nur im Weg irgendwo liegst, ne, das ist natürlich irgendwo so eine Sache. Ja, ich möchte hier auch mal ein bisschen rumlaufen, um euch die Insel zu zeigen, wie ich ja schon sagte in den letzten Folgen. Das ist eine neue Insel. Ich weiß nicht, wo hier der Thronsaal ist. Er soll nur relativ zentral liegen und von allen Seiten angreifbar sein. Das ist eigentlich so das, was ich weiß. Hauptgrund, oh, guck mal, das sieht ja auch geil aus. Das sieht ja auch fett aus, muss ich ja sagen. Wir könnten, und sie scheint richtig groß zu sein. Also ich weiß nicht, ich müsste, ach nee, Moment, das stand, glaube ich, auch in den Patch Notes drin. Ich glaube, diese Map ist 1,6 mal größer als die ursprüngliche Map. Also 1,6 mal größer, also sprich 60% größer als die andere Map. Ich würde nämlich auch mal gucken wollen, da ist Eisen, das müsste Eisen sein da drüben. Auch wenn ich wahrscheinlich Haue kriege von dem da, aber das ist mir eigentlich momentan relativ Wumpe. Das müsste Eisen sein. Das müsste Eisenvorkommen sein. Iron, jawoll. Sehr gut, dann können wir uns nämlich dann Eisen einschmelzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das fertige Eisen nachher in das Gebäude packen und dass wir das nicht draußen in der Forge liegen lassen. Und der König kriegt natürlich auch seine 2%. Waren doch noch 2%, ne? Nicht, dass er... Also noch 2%. Ist auch noch derselbe König. Von daher passt das. Ah, schon nicht schlecht. Da kriegen wir schon ordentlich was an Iron raus. Ist natürlich schon geil als König, ne? Ich meine, du musst nichts machen. Und kriegst hier natürlich durch die Tags kriegst du natürlich hier schön Material auf die Tasche. Für Leute, die es noch nicht gesehen haben, es gibt dann am Thronsaal so eine Hütte oder so eine Höhle mit verschiedenen Kisten. Und in diesen Kisten, das spawnt quasi das Material, was ich jetzt hier abbaue. Also wenn hier steht minus 1, so wie da jetzt, dann wird bei ihm quasi ein mit Eimer Metall wird quasi dann bei ihm gespawnt. Das ist ja schon mal cool, dass wir nicht so weit laufen mussten, um hier Eisen zu holen. Dann werde ich gleich mal zusehen, dass ich das eingeschmolzen kriege. Das gefällt mir schon richtig gut. Ich habe auch hier ganz bewusst dort gebaut, wo halt auch einige Hütten in der Nähe sind. Weil es hat natürlich den Vorteil, man kann vielleicht Handel treiben. Und es ist natürlich ein Rollenspiel-Server auf PvE-Basis. Also, wo baut man meistens? Man baut natürlich da, wo eigentlich auch andere sind. Na, dann mal schauen. Und außerdem möchte ich das ja auch. Ich möchte ja auch Holz... Ich weiß nicht mal, Holz sagt. Ich möchte ja auch Brot machen.
Brot backen, ich möchte Handel treiben, so ein bisschen wie ein Handwerker möchte ich hier leben. Finde ich eigentlich so recht cool. So, haben wir hier noch was anderes? Haben wir hier noch wo andere Ressourcen? Mal gucken, ob ich hier so auf die Entfernung was sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, da unten. Komme ich da sauber runter? Nicht, dass ich mir gleich die Gräten breche, wenn ich hier runterlatsch. Sonst würde ich nämlich da nochmal... Guck mal, Karotten. Die nehmen wir auch nochmal mit. Immer zu essen, immer mitnehmen, weil hier kann das nicht verschimmeln. Oha, Vorsicht. Hier muss ich tatsächlich vorsichtig sein. Ah, ist noch gerade mal gut gegangen. Mal schauen, sonst würde ich mich, wenn da Eisen ist, das nämlich auch nochmal mit abbauen. Guck mal, da hat einer auf dem Wasser gebaut, auch nicht schlecht. Gefällt mir auch gut. Na, Möglichkeiten gibt das ja hier genug. Das einzige Problem, was man eben halt hier hat, wenn man alleine spielt, ja, ist natürlich schwierig. Ich habe vorhin auch das Angebot, in Anführungszeichen, das Angebot bekommen. Guck mal hier, guck mal, was hier an Eisen ist. Ich drehe durch. Sehr cool. Bauen wir erstmal ab. Wir bauen erstmal den einen hier ab. Weil wir haben auch nicht wirklich viele Kisten. Obwohl, das macht ja eigentlich. Wir können eigentlich eine Kiste abbauen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist schon mal cool, dass wir hier Eisen haben. Wir wissen, wo wir hingehen können, um Eisen zu holen. Und da das ja wieder spawnt, ist das ja auch nicht so schlimm. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall wollte ich mich vorhin einer einladen und mich fragen, ob ich denn beim Bauen mithelfen kann. Im Gegenzug würde ich dann halt in die Gruppe aufgenommen werden und bekomme da natürlich Schutz und kann da leben und bla hier, bla da. Ich sollte dann beim Bau einer Festung helfen und ja. Hätte ich zwar gerne gemacht, so ist es nicht, aber ich bin da ganz ehrlich immer so Pessimist. Weil ich sehe das nämlich schon kommen, du hilfst und hast alles schön aufgebaut und hast schön gecraftet und gemacht und getan. Und nachher heißt das ja edgy bad, schön, dass du geholfen hast und dann verpiss dich mal gleich wieder. Na, das ist mir zwar in solchen Spielen noch nicht oft passiert, aber es ist mir passiert. Und es ist ja halt so, wie es ist, so unter uns Menschen quasi. Man geht ja immer eher vom Negativen aus, also man denkt eher an die schlechten Sachen als an die guten Sachen. Da hinten ist auch noch Eisen, ne? Sehe ich das richtig? Da hinten? Auch nicht schlecht. Naja, egal. Wir haben unsere Hütte hier oben. Und ich finde, die Hütte ist auch angesichts der Tatsache, dass wir ja eben Bauer sein wollen, dass wir hier einen Ackerbau betreiben wollen, passt das wesentlich besser, als hier unten zu bauen, weil das hier doch recht hügelig ist. Dann nehmen wir auch noch ein bisschen Holz mit. Dann können wir nämlich auch noch unsere Hütte weiterbauen. Die würde ich ganz gerne schließen wollen. Das werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, aber ja, würde ich ganz gerne machen, dass ich wirklich ein abgeschlossenes Gebäude habe, dass da keiner rankommt, weil das Gebäude an sich ist ja durch die Crest geschützt. Und aber eben nach oben offen. Da kann sich halt jeder ohne Probleme Zugang verschaffen. Man muss sich dann halt nur ein paar Blocks hinstellen und dann ist er drin. Und das ist natürlich nie so eine Sache. Deswegen muss ich schon zusehen, dass ich da die Hütte zukriege. Aber das scheint hier nicht so wirklich so ein fieser Server zu sein. Das Einzige, was vielleicht nicht so ganz positiv ist, dass es ein nicht passwortgeschützter Server ist. Und August der Starke. Den schreiben wir auch gleich mal. Dem schreiben wir gleich mal. Ich werde nur erstmal hier das Stück Holz noch zerkloppen. So, dann schreiben wir auch mal. Gegrüßt. Machen wir einfach mal. Seid gegrüßt. Da stand eben schon mal seid gegrüßt. Habe ich das einmal übersehen? Sieht so aus, wa? Ach, guck mal, hier liegt auch noch einer. Den könnten wir jetzt natürlich killen, das machen wir jetzt aber nicht, weil wir wurden auch nicht gekillt und wir spielen ja fair, es ist PvE. Und so gehört sich das eigentlich auch. Im Schlaf zu killen, das ist, glaube ich, so ziemlich das Feigeste, was es gibt. Es könnte sein, dass das da hinten vielleicht sogar der Thronsaal ist. Das sah mir jetzt auf die Entfernung so ein bisschen merkwürdig aus. Oh, wir müssen nach Hause, das wird hier gleich duster. Die.
Ja, hier komme ich noch nicht hoch, da muss ich so hochlatschen. Kleinen Umweg gehen, aber es nützt ja nichts. Ah, siehst du mal, hier kommen wir auch genau da raus. Ich bin mal verloren, dass ich hier richtig bin. Ich glaube, ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich gehe mal in die Richtung. Weil wir haben ja einen Blick auf Wasser, also müssten wir eigentlich so in dieser Richtung wohnen. So, Fleisch haben wir noch da, 10-mal. Hühnchen hatte ich ja dann gebraten soweit. Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus, was wir hier machen. Mal gucken, was hier noch so rumoxidiert, was es hier noch zu sehen gibt. Ach ja, das war mit den Wasserfällen, das sieht sehr cool aus. Wenn man da hochkommen würde, hätte ich da auch Bock zu bauen. Das würde sicherlich richtig fett aussehen, wenn man hier von hier so rüberschaut und da so eine fette Hütte. Das hätte was. So, wir gehen mal hier am Wasser lang, dann kommen wir auf jeden Fall zur Hütte. Aber wir sind doch ein ganzes Stück gelaufen. Upsa. Kann sein, dass ich hier mich gerade verlaufe. Bin ich hier den ganzen Weg hochgelaufen, sag mal? Ich glaube, ich werde mir erstmal eine Fackel bauen, sonst kriege ich hier gleich ein Problem. Die Bären können wir uns auch erstmal wieder in die Tasche schmeißen. So. Was ist das hier? Das war Iron. So, Holz haben wir auch schon ordentlich da. Was ist das? Das ist Dirt. Das packen wir uns mal mit nach unten. Und dann holen wir uns noch eine Fockel. So. Machen wir uns auch gleich 2 Stück fertig. Oder auch nicht. So. Gut, jetzt sind es 2. Und einmal die 5. Aber das war doch hier auf der Ecke. Ich habe doch da hinten... Gern Wasser habe ich doch gebaut, oder nicht? Siehst du? Und da sowas passiert natürlich. Aber ich meine, ich bin schon ein ganzes Stück weit gelaufen. So ist es nicht, aber... Ich gehe einfach mal in die Richtung. Kann ja nicht viel passieren, außer dass wir unser Haus nicht finden. Aber dann laufen wir halt ein Stück weiter. Und irgendwann finden wir das schon. Irgendwann. 1000 Stunden später. Aber dafür, für sowas sind ja natürlich Aufnahmepausen immer recht gut. Dass man sich wieder zu Hause einfinden kann. Und die Folge ist ja auch eh gleich schon wieder vorbei. Den nehmen wir noch mit. Die Stickies nehmen wir auch mit, wenn wir schon mal dabei sind. Da sind auch nochmal Bären. So. Schönes Haus. Hat jemand also mein Haus gefunden? Hoffentlich lässt er mein Haus auch in Ruhe. Ich glaube, da oben müsste mein Haus sein. Hin leuchtet schon was. Ja, müssen wir aufpassen, ne? Wenn er schon das Haus gesehen hat. Na, schauen wir mal. Ich will eigentlich die Bären einsammeln. Gib mir die Bären! Los! Also ich würde sagen, wir haben schon gut was geschafft. Jetzt müssen wir als nächstes erstmal das Eisen einschmelzen, die Iron Ingots. Damit wir dann dementsprechend das weiter verschmieden können. Erstmal gucke ich mal rein, ob er hier irgendwas gelootet hat oder irgendwas gemacht hat. Will ja keinem hier irgendwas vorwerfen, aber ne, gucken kann man ja mal. So, da ist noch alles drin. Ach, warte mal, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich den Kohl damit reinschmeißen, den wir jetzt momentan nicht brauchen. Kann man den nicht stacken? Doch. Jo,
Was haben wir hier? Vielleicht können wir da auch noch mal was weghauen. Die Möhren. Da können wir die Möhren mit reinschmeißen. Und die... Ups. Warum macht er das? Warum schmeißt er einfach so meine Fackel weg? Ah, naja. Und gut, schauen wir mal. Kohle kann ich nicht loswerden. Die Sticks wollten wir noch loswerden. Steine haben wir nicht mal. Iron haben wir noch. Die kann man 25 stacken. Dann würde ich sagen, dann machen wir das auf Maximum. Dann haben wir noch 20 mal davon, 20 mal davon, 10 mal davon. Dann haben wir noch ein bisschen Flachs haben wir noch dabei. Ja, Dirt haben wir noch dabei. Dörte. Was zu essen haben wir hier auch noch. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Wolle. Gut. Dann würde ich mal sagen, und zum Ende der Folge schmeiße ich denn noch mein... Ich will das so einfach nur zumachen. So. Zum Ende der Folge schmeiße ich mal meine Schmiede an. Gar keiner zu sehen. Sehr gut. Na. Na. So. Die Charkohle nehmen wir gleich auch mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Eisen ich brauche. Ich schmeiße jetzt einfach erstmal Eisen rein. Charkohle haben wir auch da. So. Eine Stunde. Eine Stunde braucht jetzt das komplette Eisen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Das bisschen Kohle. Obwohl, das steht ja da. 5 Minuten, ein Wood für 5 Minuten. Na, das heißt, wenn ich hier 1,2 Stunden habe, oh, das heißt 75 Minuten. Ja, das ist schon eine ganze Ecke. Mal gucken, ob ich da... Vielleicht lasse ich auch erstmal nur das jetzt durchbrennen und dann hat sich das. Die 5 Stück. Ach komm, wir machen das noch auf 10 hoch. Denn ich werde hier auch nicht ewig spielen. Die Folge ist nämlich vorbei. Und dann möchte ich noch das Eisen dementsprechend sichern. Aber egal. Machen wir jetzt erstmal, sichern wir das Ganze erstmal ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Reign of Kings. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt von Reign of Kings, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Tipps, Tricks, Anregungen sind natürlich wie immer gerne in den Kommentaren gesehen. Und dann sehen wir uns... dann am folgenden Tag, wenn ich hier meine Hütte zu baue. Ne? Macht's gut und tschüss.